Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu den Lesemonaten September bis Dezember 2022. Ja, all diese Lesemonate bin ich euch noch schuldig. Und ja, ich hatte mal wieder eine längere Pause, die nicht geplant war. Aber es ist halt manchmal so. Manchmal hat man Lust zu drehen, manchmal nicht. Dieses Jahr ist halt durch viele Pausen irgendwie unterbrochen auf unserem Kanal hier, auf dem Bücherkanal. Aber wir werden mal sehen, wie wir das im neuen Jahr ein bisschen anders durchplanen können. Da mache ich mir noch mal ein bisschen Gedanken. Aber ja, manchmal hat man Lust zu drehen und manchmal lange Zeit gar nicht. Und ja, manchmal ist es mitten in der Nacht, wie jetzt, und dann hat man auf einmal Bock zu drehen. Und ich habe mir tatsächlich auch Tage vorher schon mal so ein bisschen Notizen gemacht, damit es mir ein bisschen leichter fällt, weil es teilweise natürlich auch schon ein bisschen her ist, dass ich die Bücher beendet habe. Ich werde das jetzt alles zusammenpacken in ein Video, weil es waren halt auch einfach nicht unendlich viele Bücher, die ich gelesen habe. Ich hatte im November einen kleinen Schub, wo ich ein bisschen mehr gelesen habe, aber ansonsten waren es nicht so viele. Und der Dezember ist Stand jetzt auch noch nicht vorbei. Ich habe noch, glaube ich, 1,5 Wochen, aber da wird sich nicht mehr so viel tun. Ich stecke mitten in einem Buch, was ja, aber noch ein paar Seiten hat, und da ich im Moment halt auch nicht mega viel lese, aber immerhin regelmäßig, denke ich, wird sich da auch nicht viel tun. Deswegen ja, gehe ich jetzt mal durch, und ich habe natürlich hier auch wieder mein Buch der Bücher und kann dann immerhin ungefähr sagen, was ich so in welchen Monaten wie viel gelesen habe. Zum Beispiel im September habe ich gar kein Buch beendet. Also da habe ich ein bisschen was weiter gelesen und was weiter gehört, aber da habe ich gar nichts beendet. Das ging dann erst im Oktober. Nee, im Oktober habe ich auch nichts beendet. Da habe ich auch was weiter gelesen. Oktober, ich hatte mich so auf den Oktober gefreut. Ich hatte mich so darauf gefreut, für euch so tolle Spuktober-Videos zu drehen, und dann ging der Monat so rasend schnell vorbei und leider so richtig ohne Motivation, mich irgendwie vor die Kamera zu setzen. Ja, manchmal ist das so, und ich habe mir gesagt, ich möchte mich nie zwingen. Ich möchte mich nie zwingen müssen, und deswegen bin ich dem jetzt immer nachgegangen und habe gesagt, nein, wenn ich nicht möchte, dann mache ich es auch nicht, weil sonst kommen Videos bei rum, hinter denen ich nicht stehe, wo ihr vielleicht auch merkt, dass ich nicht so richtig bei der Sache bin und wo ich dann nicht zufrieden mit bin. Also dann lieber eine lange Zeit Pause, und dann, wenn ich dann drehe, dann habe ich auch wirklich Lust dazu. Aber im November, da habe ich euch ja gesagt, da habe ich wieder ein bisschen mehr gelesen. Da habe ich 1, 2, 3 Bücher gelesen, beendet, ein Hörbuch beendet und ein weiteres Buch ja, fortgeführt. Und da wollen wir jetzt also auch einsteigen. Das ist ein Buch, das erste, was ich euch vorstellen möchte, das ich mittlerweile wieder aussortiert habe. Es ist eine Leserunde, die ich da geplant habe zu, und zwar mit der lieben Kali vom Kanal Kalis Books. Und wir hatten uns wirklich drauf gefreut. Wir hatten nur extra so den Herbst ausgesucht dafür. Es hat sich auch so ein bisschen nach hinten verschoben. Ich weiß gar nicht, wir hatten eigentlich September angepeilt, dann hatten wir im Oktober aber auch nie so richtig dazu gegriffen, weil es leider beide nicht so richtig gefesselt hat. Es geht um Scholomance von Naomi Novik. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich da wirklich große Hoffnungen reingesetzt habe, große Erwartungen hatte. Ich hatte auch gedacht, das wird mal wieder ein Buch, was ich so schnell wegsnacken werde, weil das einfach ein Jugendbuch ist, ist groß geschrieben, ist nicht allzu dick, es ist genau mein Thema, und ich werde mal wieder so ein bisschen motiviert durch einen Buddy Read, wo man dann halt mit jemandem zusammen liest und dann halt sich so regelmäßige Abschnitte macht, wo man dann drüber spricht. Und ich dachte, das würde mich irgendwie motivieren, aber es war gar nicht so einfach reinzukommen. Aber worum geht es eigentlich in diesem Buch? Es geht um eine magische Schule. Allerdings wird da nicht durch Lehrer unterrichtet und man hat nachher irgendwie Prüfungen, die man schreibt, man muss die bestehen, sondern man muss eigentlich die Jahre, die man in dieser Schule verbringt, einfach nur überleben. Ja, nur ist in Tüdelchen zu setzen, denn es gibt dort ganz, ganz viele Gefahren und ganz viele Monster, denen man sich stellen muss. Und zum Schluss ist es eigentlich, ja, die Abschlussprüfung ist quasi ein Gemetzel und man muss sich den Weg rauskämpfen. Und die Schule hat irgendwie so auch ihr, ja,
ihr eigenen Willen, ihren eigenen Kopf scheint so ein bisschen lebendig zu sein, so jedenfalls entwickelt worden zu sein. Es gibt sich bewegende Räume und ja, vieles, was so ein bisschen technisch anmutet, aber eben auch magisch funktioniert. Und wir begegnen hier El. Kurzform für Galadriel. Und sie ist aber schon ein paar Jährchen auf dieser Schule und ja, hat aber keine Freunde. Sie ist ein ziemlicher Außenseiter und möchte es eigentlich auch bleiben, denn sie hat eine Gabe für sehr düstere Magie. Jeder hat irgendwie so bestimmte Begabungen oder ja, irgendwas oder Fähigkeiten, wo es einen eher dazu hinzieht. Und scheinbar scheint das die Schule zu merken und sie dann auch so ein bisschen darauf zu fokussieren. Aber ja, Elle hat, wie gesagt, sehr ein Faible für düstere Magie, düstere Katastrophen und sie möchte das aber gar nicht. Sie möchte nicht Menschen umbringen und Katastrophen heraufbeschwören, denn jedes Mal, wenn sie diese Katastrophen heraufbeschwören würde, würden auch sehr, sehr viele Menschen ihr Leben lassen. Sie muss das da also sich immer gegen sträuben und gegen wehren, obwohl ihr immer wieder Bücher in die Hände fallen oder Zauber in die Hände fallen, die das begünstigen, dass sie ist halt sehr, sehr mächtig, aber sie darf das nicht zeigen oder sie kann das nicht zeigen, weil sie eben ansonsten ja alles in die Luft sprengen würde. Und sie muss sich also somit ja mit anderen Mitteln helfen. Und so wirkt sie sehr, sehr harmlos auf andere und wie gesagt auf, als ein Außenseiter und nicht sehr mächtig. Dagegen ist Orion, den sie überhaupt nicht ausstehen kann, weil er spielt sich als ziemlichen Helden auf. Der rettet jeden vor den Monstern und scheint nicht nur auf sich selbst zu achten, sondern auf alle um ihn herum, wobei doch eigentlich in dieser Schule keine Freundschaften bestehen, sondern wenn denn nur Zweckbündnisse und ansonsten ja, kämpft eigentlich jeder für sich selbst, ist jeder sich selbst der Nächste, weil es einfach da drunter und drüber geht. Ich hatte mir da was sehr Düsteres erhofft und eben was sehr Rasantes und eine, ja, eine coole Magie-Schule mal wieder, die aber ein bisschen anders ist. Und das ist es auch. Und es waren unglaublich viele tolle Ideen dabei, wo ich immer gedacht habe, ja, finde ich cool gemacht, finde ich cool erdacht, aber es hat mich immer die ganze Zeit gestört, wie die Geschichte erzählt wurde. Das Erste, was mich schon gestört hat, ist, dass wir die Schule nicht erlebt haben, sondern alles erklärt bekommen haben. Auch die Rückblicke von Galadriel, was mit ihr war und auch die ganzen Schüler und so weiter werden halt reingeworfen mitten in den Schulalltag und die ganzen Jahre davor haben wir überhaupt nicht mitgekriegt. Also da bin ich da immer so ein bisschen so gepolt, dass ich mit der Figur am liebsten alles miterleben möchte. Also sie kommt jetzt als erstes auf die Schule, in die erste Klasse und wir erleben das mit. So ist es eben hier nicht. Sie ist schon mittlerweile ein paar Jahre dort und erklärt uns dann. Also es gibt wirklich einen sehr, sehr langen Erklärpart, wie die Schule funktioniert, wie ihre Vergangenheit war und wie die Magie funktioniert. Und man sagt ja eigentlich immer, lieber Show und don't tell. Aber hier war es genauso, dass ich viele Erklärungsparts hatte und deswegen man ja auch nicht so ganz einfach reingekommen ist. Ich mag ja komplexe Magiesysteme, ich mag komplexe Weltenaufbauten. Aber so wie das hier gemacht wurde, das hat mir nicht so richtig gefallen. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass die Kapitel ultra lang waren. Und ich bin nun mal ein Kapitelleser. Ich kann nicht einfach mitten im Kapitel aufhören. Ich muss ein Kapitel zu Ende lesen oder mindestens einen Absatz. Aber die waren jetzt wirklich lang. Also es waren mindestens 25 Seiten, manchmal sogar 50. Und das finde ich zu viel. Also 20 ist für mich schon das höchste der Gefühle. Mehr finde ich nicht in Ordnung. Und ich hatte halt einfach hier erwartet, dass ich dieses Buch so wegsnacken werde. Das ist aber nicht passiert und das ist kein Buch so zum Wegsnacken.
Ja, dann hatte ich natürlich auch so ein bisschen Befürchtung, dass zwischen Orion und Galadriel so ein bisschen irgendwie so Liebesgedöns entstehen würde. Es gab aber schon einige, die Entwarnung gegeben haben und gesagt haben, das ist hier jetzt nicht so eine Romantasy-Geschichte. Das war es auch nicht, aber andererseits ging es schon immer viel um deren Beziehung zwischeneinander und dass sie sich eigentlich ja gar nicht ausstehen können, aber man wusste so ein bisschen doch, worauf das hinauslaufen würde. Zunächst ist es ja dann irgendwie zum Zweckbündnis geworden, aber Galadriel ist eben sehr, sehr zynisch und sehr wütend. Sie hat eine große Wut in sich. Und die muss man als Leser auch erstmal verstehen. Sie ist keine einfache Protagonistin, in die man sich so einfach hineinversetzen kann. Man muss sie erstmal verstehen. Und das kommt erst nach und nach, dass man ihre Sicht der Dinge, dass sie andere so hasst und so zynisch betrachtet und sich selbst so abkapselt, dass man das versteht und dass sie trotzdem irgendwie eine Sehnsucht danach hat, endlich auch Kontakt zu bekommen. Ja, und Orion rettet ihr halt auch dauernd das Leben, obwohl sie es gar nicht nötig gehabt hätte, weil sie sich mit ihrer mächtigen, dunklen Macht schon längst irgendwie befreien oder ja selbst helfen könnte. Aber sie, ja, kann es eben nicht, weil sie diese düstere Macht unterdrücken muss. Es ging halt gar nicht, es gab kein, ich fand, es gab nicht so eine richtige Story. Es gab im Grunde nur, ja, wie ist dieser Alltag in der Schule und wie kommen Orion und Galadriel jetzt miteinander aus? Weil Orion ist halt der Held, der gefeiert wird von allen. Nur El ist nicht ultra dankbar, dass er ihr das Leben rettet. Und irgendwie scheint ihm das zu gefallen, dass sie mal nicht ist, jemand ist, der ihn einfach nur hinterher hechelt, weil er der Held der Schule ist. Und so, ja, kommt es halt doch irgendwie zu einer Art Freundschaft. Und man merkt auch, dass El doch irgendwie was Warmherziges in sich trägt und sie auch viel schon miterleben musste. Also es gab viele Ideen, die ich echt toll fand. Und auch die Protagonistin Elle, die hatte was. Und es gab sogar auch viel Humor. Also eine Sache, die mir immer noch echt im Gedächtnis geblieben ist, das Magiesystem fand ich zum Beispiel eine tolle Idee, um Mana zu entwickeln, also magische Kraft zu sammeln. Die kann man halt in Kristalle einsperren und dort speichern. Aber um überhaupt Magie ja, zu bekommen, zu erreichen, die kann man nicht einfach so heraufbeschwören mit einem Zauberstab oder so, sondern man muss dafür etwas tun. Es gibt verschiedene Arten, auch dunkle Arten, Magie zu bekommen, von anderen sie einfach rauszusaugen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sie durch körperliche Betätigung oder einfach durch Leiden irgendwie heraufzubeschwören. Also wenn man leidet und wenn man sich körperlich betätigt, dadurch entsteht irgendwie Energie, Magie. Das fand ich sogar recht logisch und Elle, die macht dann halt irgendwie immer Liegestütze und so weiter und so fort, um also noch immer mehr Magie zu speichern. Aber was sie auch immer wieder macht, ist häkeln. Und sie hasst es zu häkeln. Und sie kann überhaupt nicht mit den Nägeln, mit den Nadeln umgehen beim Häkeln und hat auch keine Geduld dafür. Aber genau deswegen schöpft das die meiste Magie, das meiste Mana. Und ja, diese Passage, wo sie es übers Häkeln gesprochen hat, wie sie da sitzt, fand ich ja köstlich. Also da habe ich mich wirklich amüsiert. Das war eine Stelle, die ich wirklich großartig fand. Ja. Aber ich habe einfach was anderes erwartet und eben, ich glaube, was mir am meisten Schwierigkeiten bereitet hat, war die Art und Weise, wie es hier erzählt wurde, die Geschichte. Ich war lange Zeit hin und her gerissen. Finde ich das Buch jetzt gut? Finde ich es nicht gut? Möchte ich es aussortieren? Möchte ich die Reihe weiterführen? Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe jetzt das Buch aussortiert und ja, mich dafür entschieden, dass ich die Reihe nicht weiterverfolge. Aber irgendwie, ja, habe ich das Buch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich die Ideen einfach cool fand und auch diese zynische Protagonist, die mir manchmal ziemlich auf den Sack gegangen ist, muss man doch auch ehrlich sagen. Aber irgendwann hat man sie auch ein bisschen mehr verstanden. Es waren manchmal einfach zu viele Infos erzählt. Das fand ich lange Zeit nicht schön. Und auch dieser Fokus auf der Beziehung zwischen Orion und Eld, die jetzt nicht sehr romantisch war, und trotzdem war sie halt sehr präsent. Ja,
Naja, was soll ich sagen? Ich weiß es noch nicht, aber ich habe so viele andere Reihen, die ich eigentlich weiterführen müsste. Die sind natürlich auch wunderschön, die Bücher. Natürlich wäre es schön, wenn man sie jetzt so hier ins Regal stellen könnte, aber leider konnte ich dem Buch jetzt letztendlich nur 3 Sterne geben, weil ich eben so hin und her gerissen war. Carly hat tatsächlich mittendrin aufgegeben. Was heißt aufgegeben? Sie hat das Buch abgebrochen, weil sie einfach überhaupt nicht reingekommen ist. Und da konnte ich von ihr also auch keine Motivation erwarten, das Buch weiterzulesen in unserer Leserunde. Deswegen hat sich das auch über mehrere Monate wieder hingezogen, dass ich das dann endlich beendet habe. Na gut, aber ich habe es jetzt endlich beendet und vielleicht hatte ich auch eine einfach zu andere Erwartungshaltung. Jetzt wüsste ich ja, wie der Schreibstil ist und es dreht sich, glaube ich, auch nicht alles um diese Schule, sondern nachher auch um die Welt, wenn ich das richtig gesehen habe in den Folgebänden. Also es ist halt eben nicht so wie bei Harry Potter, dass wir jedes Jahr an dieser Schule sind und alles mitkriegen, sondern eben, es ist doch ein bisschen anders aufgebaut. Aber die Art und Weise, ach, ich wiederhole mich, aber das hat mir einfach nicht gefallen, wie es erzählt wurde. Sehr, sehr schade, weil ich wirklich viel Gutes auch darüber gehört habe und einiges auch von diesen ja, positiven Meinungen auch echt gut verstehen kann. Aber ach, naja, schade. Kann halt nicht immer alles gefallen, was anderen gefällt. Ja, wir kommen zu einem Klassiker. Ich wollte auf jeden Fall im Oktober dieses Buch lesen und auch kaufen, aber das Buch ist dann ja doch in den November gerutscht, passt aber auch sehr gut da hinein. Ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen und zwar ist das Die Frau in Schwarz von Susan Hill. Diese Ausgabe ist Octopus Verlag erschienen. Ich finde die wirklich sehr, sehr hübsch. Und die ist auch relativ neu in dieser Ausgabe erschienen. Und da habe ich sie halt gesehen. Ja, ist aus diesem Jahr 2022. Und die Ausgabe wollte ich mir eh holen. Und umso begeisterter war ich, dass ich dann zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von einer Freundin im Oktober. Und dass ich es mir vorher nicht selbst geholt habe, weil das war schon ziemlich knapp. Und dass sie gerade von mir mit meiner langen, riesigen Bücherwunschliste dieses ausgesucht hat, das war schon ein lustiger Zufall. Ich habe ja die Verfilmung dazu gesehen im Kino mit Daniel Radcliffe unter anderem in der Hauptrolle. Und da wusste ich noch nicht, dass das eine Verfilmung eines Klassikers ist, eines Horror-Grusel-Klassikers. Ich fand den Film aber wirklich toll. Ich habe mich im Kino wirklich sehr gegruselt. Im Kino hat es natürlich noch mal eine viel verstärktere Atmosphäre, aber insgesamt die Atmosphäre, die Story fand ich einfach ziemlich cool. Und deswegen wollte ich auch gerne die Originalgeschichte dazu kennenlernen. Und es ist ein sehr schmales Büchlein. Ich glaube, es hat so um die 200 Seiten. Ich gucke mal eben. Ja, 234 Seiten. Und es ist als erstes erschienen 1983 ist das Original das erste Mal erschienen und ja, The Woman in Black, genau. Und ich habe mir hier natürlich auch eher so atmosphärische und subtile Spannung erhofft und auch das habe ich hier bekommen. Ich mochte von Anfang an die Schreibweise und auch die Sprache von Susan Hill bzw. von der oder dem Übersetzer. Ich weiß gar nicht, wer hat das übersetzt. Aus dem Englischen von Loris Strassel. Keine Ahnung, ob das Männlein oder Weiblein ist, aber ich mochte den Schreibstil sehr, sehr gerne. Also der war wirklich schön ausgeschmückt, sehr auf die Umgebung fokussiert und man hatte gleich eine wunderbare Atmosphäre, in die man hineingeschlüpft ist. Es geht hier um einen jungen Anwalt, der einen bestimmten Auftrag bekommt. Und zwar ist eine Kundin eben verstorben und er soll den Nachlass verwalten, denn sie hat keine Verwandten oder keine Familie mehr und er soll die ganzen Papiere durchgehen. Und die sind halt in einem verlassenen Haus und er muss da halt ein bisschen längere Zeit verbringen. Deswegen bittet sein Chef ihn dort hinzufahren. Ja, das ist halt mitten in so einem kleinen Dorf.
Und das Haus liegt nicht in diesem Dorf, sondern nochmal außerhalb des Dorfs. Und zwar ist das nur zu erreichen über eine Straße, die aber nicht immer befahrbar ist, denn immer bei Flut flutet das Wasser über diese Straße und man kann immer nur bei Ebbe über dieses Haus erreichen. Er hat sich aber zunächst im Dorf ein Hotelzimmer genommen und ja, es ist so ein bisschen seltsam, weil immer, wenn er erzählt, warum er da ist, wird er ein bisschen seltsam beäugt und werden die Leute auf einmal ein bisschen schweigsam und wollen nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, was denn genau ja, dort Phase ist. Aber er ist frohen Mutes und erforscht so ein bisschen auch das Dorf und findet die Umgebung auch wirklich sehr schön, bis er dann auf dieses Anwesen kommt und sich dort einen ersten Überblick zu verschaffen und sieht auch wirklich, dass überall Papiere sind und er da wirklich lange Zeit ja, verbringen werden muss, um sich da ja, einen Überblick zu verschaffen und die ganzen Papiere durchzusehen. Und er hat dann den Entschluss gefasst, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn er in dem Haus dort nächtigt, damit er da die ganze Zeit auch arbeiten kann. Aber nachts hört er seltsame Geräusche aus dem, ja, aus dem Watt vor dem Haus. Aus dem Moor, wollte ich gerade schon sagen, aus dem Sumpf hört er schreiende Kinder, wiehende Pferde, eine Kutsche, die aber nie ankommt. Und er ja, sieht eine schwarze Frau auf dem Friedhof, aber auch im Haus. Und er kann sie aber nie erreichen. Und nach, wenn er diese Papiere durchgeht, findet er halt auch Briefe und ja, erfährt so ein bisschen, wer das sein könnte. Und ja, er ist natürlich nach der ersten Nacht völlig, nach den ersten Erlebnissen dort völlig geschockt und fährt erstmal zurück ins Dorf und braucht dort erstmal Erholung. Ja, und was genau denn dahinter steckt, in dieser gottverlassenen Gegend, ein dunkles Gemäuer, die Beerdigung einer wohlhabenden Dame und eine mysteriöse Frau in Schwarz. Ja, was sage ich jetzt zum Buch? Ich finde, dass es tatsächlich, also was ich noch so im Kopf habe, dass der Film sehr nah am Buch ist. Also ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass ich im Buch noch ein bisschen mehr Hintergrundstory bekomme, aber leider fand ich sogar, dass sie im Film sogar noch mehr Hintergrundstory eingewoben haben, als ich hier im Buch bekommen habe. Das Einzige, was so ein bisschen anders war, ist, dass es im Buch eine Rahmenstory gibt. Begegnen wir halt dem Protagonisten schon viele Jahre später, Jahrzehnte später, an Weihnachten tatsächlich auch, glaube ich, mit seiner Familie und erinnert sich auf einmal an diese Geschehnisse von damals. Und dann erzählt er halt die Geschichte und am Ende finden wir uns halt wieder in dieser Rahmenhandlung, die dann das Ganze abschließt. Also das war in der Verfilmung nicht. Aber ich finde halt auch hier, ja, hat das jetzt einen Mehrwert gehabt, dass es diese Rahmenhandlung hatte. Ich fand es schon interessant, weil es eben noch mal so ein bisschen komplexer gemacht hat, die Story. Aber das fand ich so ein bisschen schade. Ich hätte gern ein bisschen mehr über die Frau in Schwarz gewusst und ein bisschen mehr über ihre Geschichte, was dahinter steckt. Aber ja, der Film war tatsächlich ein bisschen gruseliger und ein bisschen inhaltsvoller als das Buch. Das war ein bisschen schade. Normalerweise ist es ja tatsächlich andersrum. Aber trotzdem hatte ich meine Freude damit. Ich hatte auch Gruselmomente in diesem Buch, die mich so leicht geschauert haben. Und ja, wie gesagt, die Schreibweise, die habe ich sehr genossen. Also es ist kein großer Flop. Aber ja, ob man jetzt unbedingt das Buch lesen muss, wenn man den Film schon kennt, weiß ich nicht. Habe ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft. Da bin ich mir jetzt auch noch ein bisschen unsicher, ob ich dieses Buch bei mir behalte. Es ist halt auch einfach ein Schmuckstück und ich mag die Geschichte halt auch einfach sehr. Die Story dahinter ist halt auch nun mal dieselbe wie vom Film, logischerweise. Ja,
Mal gucken, da mache ich mir jetzt noch mal ein bisschen Gedanken, beziehungsweise ich lasse noch mal ein bisschen Zeit verstreichen und dann, wenn man dann noch mal so zurückblickt auf die Bücher, dann ist man ja manchmal ein bisschen klarer, dann hat man ja klarere Gefühle, dass man entweder noch gerne dran denkt oder dass man sagt, ich habe das eh alles vergessen und das Buch ist mir ziemlich egal, ich will es auch nicht noch mal lesen, dann könnte ich es aussortieren. Aber erstmal nimmt es nicht viel Platz weg, es ist ein hübsches Buch und bis dahin kann es auch gerne in meinem Regal noch ein bisschen verweilen. So, dann kommen wir zu einem Kinderbuch, was ich gelesen habe. Das ist ein Rezensionsexemplar, das mir zugesendet wurde. Und die Autorin, die ist mir tatsächlich bekannt, und zwar euch sicherlich auch, denn sie hat hier einen eigenen YouTube-Kanal, Carina Zacharias, und sie ist eben auch Autorin. Und wir hatten zwischendurch immer mal wieder Kontakt und wir hatten ja auch zusammen mal ein Buch gelesen. Und da hatte sie mir von diesem Buch erzählt, dass sie das gerade schreibt. Und das hatte sich so schön angehört. Und dann habe ich das Cover dazu gesehen, als sie mir das gezeigt hatte, beziehungsweise auf ihren sozialen Netzwerkkanälen dann auch das Cover offenbart hat. Und ja, es hat mir richtig gut gefallen. Und sie hat mich dann notiert für den Verlag, dass ich ein Rezensionsexemplar erhalte. Und zwar ist das Minna und die magische Stadt, eben von Carina Zacharias. Und das Buch ist im Wunderhaus Verlag erschienen. Ein kleinerer Verlag, der sich aber wirklich macht. Ich finde, da kommen sehr, sehr spannende Kinder- und Fantasy-Bücher heraus. Und die Bücher sind auch immer sehr, sehr schön aufgemacht. Und ich mag das Cover sehr. Also farblich sehr stimmig. Wir haben hier eine ja, Buchwerkstatt und wir sehen Minna mit einem Käfer auf der Hand und einen Buchschlüssel. Und beides spielt eben auch eine große Rolle. Hier geht es um Minna. Sie ist ein Waisenmädchen, denn ihre Eltern sind verschwunden, als sie sehr, sehr klein war. Und zwar, während sie in ein Gasthaus untergekommen sind. Und dieses Gasthaus gehörten drei Schwestern. Und diese Schwestern haben sie dann aufgenommen, als ihre Eltern verschwunden sind. Die eine Schwester, die hat ihr viel Liebe gegeben und sie aufgezogen wie ihr eigenes Kind. Die ist aber irgendwann verstorben. Und so sind nur noch die beiden anderen Schwestern übrig geblieben. Und die behandeln sie gar nicht gut. Sie nutzen sie eigentlich nur aus wie eine Arbeitskraft und geben ihr kaum Freiraum und auch überhaupt keine Liebe. Sie muss die ganze Zeit abspülen, putzen und machen und tun. Und ja, sie hat keinen Freiraum, sie hat keine Freunde, bis auf einen kleinen Igel. Und eines Tages haut sie ab. Sie haut ab und möchte einfach mehr über sich erfahren und aber auch über die magische Stadt. Denn dort ja, soll es viel Magie geben und auch ja, Lehrlingsplätze, wo sie eventuell aufgenommen werden könnte, um Magie zu lernen. Und das ist ihr Ziel. Und obwohl das so begehrt ist und eigentlich riesenlange Wartelisten vorherrschen und man nicht einfach so aufgenommen wird als Lehrling, hat sie Glück. Sie verkleidet sich als Junge, denn Mädchen dürfen überhaupt keine Lehrlinge werden. Aber sie wird ja, dem Buchbinder zugeordnet. Sie hat da jetzt kein Mitspracherecht, aber ihr ist alles recht. Sie möchte einfach nur ein magischer Lehrling werden. Und ja, sie wird eben dem Buchbinder zugeordnet und soll dort in Lehre gehen. Aber es heißt, dass dieser Buchbinder schon jahrelang keine Lehrlinge mehr aufgenommen hat und alle sind so ein bisschen verwundert. Und auch der Buchbinder, der davon auch noch nichts wusste, wo Minna dann auf einmal vor seiner Tür steht, als Junge verkleidet immer noch und ja, nun einfach ihre Lehre beginnen möchte, aber er ist ziemlich grummelig und ziemlich abweisend und sagt, nee, da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich gehe jetzt nochmal zur Verwaltung und sage, dass das nicht stattfinden wird. Er gibt ihr immerhin noch ein bisschen was zu essen und noch ein bisschen Geld mit und dann schickt er sie wieder weg. Aber es scheint doch kein Missverständnis zu sein. Er muss sie aufnehmen und so kommt sie in die Lehre beim Buchbinder und lernt auch andere Lehrlinge kennen beim durch die Stadt streifen, einen Bäckerlehrling zum Beispiel und viele, viele mehr. Das
fand ich sehr schön, wie das hier verknüpft wurde, eben die handwerklichen Berufe, und das hat Carina sehr, sehr bewusst gemacht, und eben die Magie miteinander zu verweben. Denn es liegt hier so ein kleiner Zettel, lag dem Rezensionsexemplar bei, und dort ja, hat Carina eben auch noch mal ein paar Sätze dazu gesagt, dass sie halt einfach findet, dass auch so in unserer realen Welt dem Handwerk Magie innewohnt, und dass sie das damit eben so ein bisschen ausdrücken wollte, und dass es hier auch zum Vorschein kommen soll, was Handwerk halt einfach ja, für eine Magie, für eine Kunst ist. Und das fand ich wirklich ein sehr, sehr schöner Gedanke. Natürlich, dass es jetzt auch sogar das Buchbinden ist, was hier im Vordergrund steht mit Minna, ja, ist bei Buchliebhabern natürlich sehr, sehr beliebt. Aber ja, ob das nun Schneider oder Hutmacher oder Schuster sind, die hier zum Vorschein kommt, oder eben Bäcker. Das war wirklich schön. Es gibt aber auch gefährliche Orte in der Stadt, zum Beispiel, ich glaube, die Unterwelt, die Unterstadt, genau. Und dort sind halt Katakomben, die man nicht betreten soll. Dort sind die Leute, die versagt haben in den Augen der Gesellschaft in der Stadt. Dort werden die hingeschoben. Man soll da am besten nicht hingehen. Und es gibt natürlich immer noch das Rätsel um den Schlüssel, den Minna hat. Das ist eben das Einzige, was sie noch von ihren Eltern hat, außer noch so ein paar Klamotten in einem Koffer. Aber sie möchte ungemein gerne wissen, was es mit diesem Schlüssel auf sich hat. Ja, das Geheimnis findet sie dann nach und nach raus. Es ist sehr rasant, es ist eben sehr magisch. Ich mochte diese Verknüpfung mit Handwerk und Magie. Und es hat mir zum Glück unglaublich gut gefallen. Es ist natürlich immer auch noch mal was anderes, wenn man die Autoren hinter den Rezensionsexemplaren kennt, da dann noch mal sehr kritisch drauf zu gucken, weil man möchte ja trotzdem seine ehrliche Meinung sagen. Und ich weiß auch, dass Carina das gerne möchte, aber trotzdem wollte ich dieses Buch auf jeden Fall mögen, und Gott sei Dank mochte ich das wirklich sehr. Es ist auch sehr schön aufgemacht. Ich fand, es hat zwar keine großen Illustrationen, aber es hat immer am Anfang des Kapitels eine kleine Schwarz-Weiß-Illustration, und die ist halt immer anders. Also je nach Inhalt passend. Ja, ist das dann halt eine andere Illustration, und es wiederholt sich nichts. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Es geht viel um Freundschaft. Das hat mir gefallen. Es geht hier nicht um Liebe. Es ist auch eher ein Kinderbuch und kein Jugendbuch. Ich finde schon so ab 8 bis 10 Jahren empfohlen. Aber ja, Open End, ne? Ich lese ja sowas immer sehr, sehr gerne. Es könnte durchaus eine Fortsetzung geben. Das hat Carina jetzt, glaube ich, nicht ausgeschlossen, aber es ist durchaus so erstmal abgeschlossen. Aber man könnte ja schon irgendwie mehr über die magische Stadt noch erfahren. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, den möchte ich jetzt auch noch mal erklären. Und zwar ist das, dass ich gerne mehr über den Handwerksberuf des Buchbinders erfahren hätte, also mehr mit Minna zusammen tatsächlich Bücher gebunden hätte, wo das doch jetzt gerade der Fokus auch war, dieses Handwerk, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr, ja, genaueres darüber erfahren. Es waren zwar so ein paar Begriffe und ein paar Handgriffe, die dort erklärt wurden, aber das war mir tatsächlich zu wenig. Da hätte ich, glaube ich, dieses, wie überhaupt die Magie entsteht während des Handwerks. Ob das jetzt mein Buch beim Buchbinden ist oder beim Backen oder so weiter, das hätte ich gerne noch ein bisschen expliziter gewusst. Das fand ich etwas schade, aber ansonsten fand ich es magisch, rasant, und ja, fand auch eine schöne Story. Es war auch sehr liebevoll, es war sehr herzlich, es gab rührende Momente und natürlich auch ein großes Happy End gehört natürlich auch dazu. Also kann ich wirklich zum Vorlesen empfehlen, aber auch zum Selbstentdecken als Erwachsener.
Und jetzt kommen wir zum Hörbuch, das ich endlich beendet habe. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon mehrere Monate mit mir herumgeschleppt. Es gab eine Zeit lang, wo ich fast gar kein Hörbuch gehört habe und deswegen das auch nicht weitergehört habe. Es lag aber definitiv nicht am Hörbuch, denn ich kann euch sagen, das ist ein Jahreshighlight. Ein Jahreshighlight, was ich als Hörbuch höre, das ist durchaus eher selten, aber hier ist es tatsächlich so, dass mir der Hörbuchsprecher extrem gut gefällt und die Geschichte dahinter und ich wirklich auch sehr, sehr gut zuhöre, wenn ich es höre. Das ist bei mir auch nicht immer der Fall, weil ich eben schnell abschweife und deswegen eigentlich lieber lese. Aber ich hatte mir irgendwann die Hörbücher gekauft, runtergeladen und jetzt wollte ich es halt eben auch als Hörbuch dann hören. Und weil es mir eben jetzt so gut gefallen hat, mache ich jetzt auch weiter mit den Hörbüchern. Ich habe tatsächlich alle vier Teile schon auf meinem Handy runtergeladen. Worüber spreche ich eigentlich? Es ist der Totengräbersohn von Sam Feuerbach, der erste von vier Bänden. Und das ist, glaube ich, irgendwann mal im Zuge des einer Aktion bei mir eingezogen. Wie hieß das denn noch? Wie habe ich das denn noch mal genannt? Ich glaube, ich habe es Büchercasting genannt gehabt. Da sind dann habt ihr mir mehrere Vorschläge gemacht in verschiedenen Genres und ich habe die Bücher quasi gegeneinander antreten lassen und ihr habt sie dann in die nächste Runde gewählt. Und der Totengräbersohn war halt ein Sieger im Genre Dark Fantasy, Grusel oder Fantasy oder allgemein Fantasy, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe halt alle Gewinner aus den Genres habe ich mir halt zugelegt und wollte ich dann halt auch lesen. Und liegt schon durchaus länger auf meinem Sub und ich bin begeistert von dieser Geschichte. Ich weiß von Julia vom Kanal Leseritter, ihr hatten die Hörbücher auch so gut gefallen. Ich glaube, deswegen hatte ich auch auf das Hörbuch zugegriffen. Lag auch so ein bisschen an der Ausgabe, weil ich die fühlt sich in der Hand nicht so schön an. Kennt ihr das, wenn ihr Bücher in der Hand haltet, die sich nicht so schön lesen lassen? Also es ist sehr scharfkantig tatsächlich gebunden und geschnitten. Und das, ja, irgendwie dachte ich, kann ich, normalerweise entscheide ich mich dann da eher zum Lesen, wenn ich ein Buch noch nicht kenne. Aber hier habe ich mich eben für das Hörbuch entschieden und es war keine falsche Entscheidung. Auch wenn ich es nicht abstreiten würde, dass ich irgendwann es nochmal lesen wollen würde. Ja, gelesen wird es von Robert Frank. Den habe ich tatsächlich schon mal als Hörbuchsprecher gehört bei Haus der Monster, glaube ich. Das war auch ein Horrorbuch und dort hat er das auch so richtig schön rotzig, frech vorgelesen. Da passte das gut. Und auch hier passt es sehr gut. Es ist allerdings nicht ganz so rotzig vorgelesen von ihm. Aber es passt einfach auch zu dieser düsteren und auch sehr humorvollen Atmosphäre, die wir hier in diesem Buch erhalten. Es geht hier um Farin. Farin ist der Totengräbersohn im Ort Haufen und somit auch nicht sehr angesehen. Totengräber sind jetzt nicht diejenigen, die in dem Ort, ja, als sehr beliebt gelten. Sein Vater ist ein ziemlicher Säufer und lässt Farin eigentlich alle Arbeit machen. Also er ist auch sehr, sehr streng und ja, brüllt ihn auch oft an. Aber dadurch, dass er viel säuft, hat Farin halt eben auch ziemlich viel ja, Freizeit und kann sich das alles selbst einteilen. Seine Mutter ist mittlerweile gestorben und er liebt seinen Beruf, auch wenn er ja, weiß, dass der Beruf nicht so sehr angesehen ist, weiß er, dass das ist, was er gut kann. Er ist ein sehr, sehr gutmütiger und naiver Protagonist, den man aber sehr schnell ins Herz schließt. Ich glaube, er ist schon 18. Aber er ist halt sehr, ja, schüchtern, trotzdem eben sehr, ja, sehr lieb. Aber er bekommt halt diese Liebe, die er gibt, nicht von vielen ja, Dorfbewohnern zurück. Und eines Tages stirbt eine alte Frau in dem Dorf und die kommt eben bei ihm an. Er muss sie waschen und herrichten und so weiter. Und er bemerkt ein Schmuckstück, ein Amulett auf ihrer Brust. Und das ist auf einmal da, dann verschwindet es und er ja, bekommt halt mit, dass dieses Amulett
gesucht wird. Denn nach und nach kommen Besucher in dieses Dorf und die bekommen selten Besucher. Ein Ritter ist dabei, aber auch ein unheimlicher schwarzer Magier, der eben nach dieser Toten fragt, aber auch nach diesem Amulett. Und was sie nicht wissen, ist, dass Farin das Amulett an sich genommen hat und er ist dadurch total in diese ganze Geschichte verwickelt. Und dieses Amulett birgt eben einen Dämon. Er hat auf einmal, seitdem er dieses Amulett angelegt hat, eine Stimme im Kopf. Und diese Stimme plagt ihn. Er weiß erst nicht, woher das kommt. Ja, und er denkt, er müsse dieses Amulett zerstören und dann würde er auch den Bewohner in seinen Kopf loswerden. Aber leider ist genau das Gegenteil der Fall, denn dadurch, dass er das Amulett zerstört hat, was eben ja quasi ja der Aufenthaltsort für oder der Rückzugsort von dem Dämon war, ist das zerstört und somit ist der Dämon in seinen Kopf erstmal gefangen, bis er stirbt. Und da sind beide nicht sehr glücklich drum, denn der Dämon möchte auch nicht in so einem Kopf vom Totengräbersohn sein. Und er spornt ihn die ganze Zeit an, doch über die Klippe zu springen, damit er dann auch wieder frei ist, um sich einen anderen Wirt zu suchen, einen mächtigeren Wirt. Aber sie müssen jetzt erstmal irgendwie klarkommen. Und Farin wird irgendwann dieses Dorf verlassen und in eine, ja, in eine Ausbildung gehen zum Knappen eines Ritters. Wie er da hinkommt und was er da alles erlebt, das müsst ihr hier selber lesen. Aber das, ja, das Ganze ist großartig gemacht. Also ich war von Anfang an schon begeistert. Wie gesagt, durch längere Pausen, Hörbuchpausen leider ein bisschen zerstückelt. Aber das hatte einfach nichts mit dem Buch zu tun. Das Buch ist einfach toll. Ich habe ein bisschen zurückgespult, um wieder ein bisschen reinzukommen. Es gibt auch noch eine zweite Geschichte hier, die erzählt wird, und zwar von einem weisen Mädchen namens Aros. Die ist eine ganz andere Sorte von Mensch. Sie musste sich nicht nämlich immer so alleine durchschlagen. Es hat ein ziemliches hartes Fell, wird von der, ja, wohnt eben in so einem Waisenhaus, wird von der Oberin, die dort herrscht, kann man schon sagen, öfter geprügelt. Aber sie weiß sich zu helfen, sie weiß zu kämpfen. Und ja, sie weiß sich durchzuschlagen. Und auch sie wird irgendwann aus diesem Waisenhaus ausbrechen und irgendwie in den Machenschaften von einer Seherin, beziehungsweise sie bekommt von einer Seherin, von einer alten Frau eine Prophezeiung zugerufen. Und diese Prophezeiung erfüllt sich. Und ja, Aros hat sonst nie an Magie geglaubt oder an irgendwie so etwas in der Art. Aber dann ja, scheint sie auf einmal mittendrin zu sein, auch in den Abenteuer. Und ich denke mal, dass sich diese, ja, diese beiden Handlungsstränge auch nochmal treffen werden. Im ersten Band war es noch nicht der Fall. Ich bin mittlerweile im zweiten Band und auch schon auf der Zielgeraden. Also ich werde den zweiten Band, denke ich mal, diesen Monat auch noch beenden. Und ich möchte auf jeden Fall diese Reihe auch in meinem Bücherregal stehen haben. Es gibt eine noch schönere Ausgabe. Es gibt nämlich eine gebundene Ausgabe, wo zwei Bände enthalten sind. Und ich glaube, die würde ich mir gerne anschaffen. Aber was mich bisher immer davon abgehalten hat, ist, dass es keinen weiteren Band gibt, wo Band 3 und 4 ineinander vereint ist. Es gibt nur Band 1 und 2 in gebundener Ausführung und ansonsten nur ein Schuber, wo alle vier Bände sind. Deswegen, ich weiß es noch nicht, ob ich mir die als Taschenbuchvariante alle holen werde, die dann passend nebeneinander stehen, oder den ersten Band in dieser hübschen gebundenen Ausgabe und die beiden nächsten dann 3 und 4 als Taschenbuch wieder. Oh Mann, ja, aber ich finde halt auch den Rücken jetzt nicht so hübsch. Ich weiß nicht, ob das ähnlich beim Gebundenen aussieht. Ja, also das Cover selbst finde ich schon ganz cool, aber ja, so wie es dann im Regal stehen würde, finde ich es tatsächlich ein bisschen langweilig. Aber egal wie, ich werde sie mir auf jeden Fall anschaffen, weil das ist ein Highlight. Denn es ist, wie es erzählt ist, macht es einfach Spaß. Es hat so einen ganz gewissen Humor. Es hat sehr viel Wortwitz. Ich höre das dann immer und
muss dann über diesen Satz, der da gesprochen wird, nochmal drüber nachdenken, weil der halt so ein paar Ebenen hat oder noch eine weitere Ebene, eben diesen Wortwitz inne hat. Und da musste ich, da freue ich mich einfach immer drüber und muss auch sehr oft schmunzeln. Es hat eine gewisse Ironie, einen schwarzen Humor und besonders der Schlagabtausch zwischen Farin und Ekel, wie er die Stimme in seinen Kopf nennt. Finde ich einfach großartig. Es erinnert mich so ein bisschen an Bartimäus und Nathaniel aus Bartimäus eben. Es ist halt aber keine Urban Fantasy wie bei Bartimäus, sondern es spielt im Mittelalter. Also es ist so eine richtige Mittelalter-Fantasy. Also es hat schon natürlich auch magische Aspekte, aber die Magie liegt tatsächlich hier viel bei den Sehern und eben bei diesen Dämonen. Es gibt scheinbar auch noch andere Dämonen. Ja, also dieser Humor, der eben mich total trifft, also immer wieder zum Lachen, zum Schmunzeln bringt, aber nie albern wird. Also es ist kein alberner Humor zum Glück. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es humoristische Fantasy ist, sondern wirklich mit humorvollen und sehr düsteren Sarkasmus und Humor gespickt. Von daher, ja, es ist eine sehr, sehr gute Mischung. Es ist eben auch keine Jugendfantasy. Ich habe zwischendurch mal drüber nachgedacht, ob ich da jetzt eher ein Jugendbuch hinter vermute, aber es ist schon manchmal sehr blutig und brutal, obwohl die Protagonisten doch sehr jung sind. Also ich würde schon sagen, wenn Jugendliche, dann ältere. Oder die halt schon ein bisschen erfahren sind beim Lesen und ein bisschen abgehärtet. Und was halt eben das Buch auch noch so ausmacht, sind die Figuren. Es gibt hier so viele Figuren, die ich in mein Herz geschlossen habe oder die wirklich so gut gezeichnet worden sind. Farin natürlich zuallererst, den man unglaublich ins Herz schließt. Manchmal möchte man ihn ein bisschen schütteln und Ekel gibt ihn auch immer Kontra, wenn er irgendwie ja, zu naiv wird. Und Ekel natürlich selbst, der ist natürlich, gibt hier schön, gerade dieses Scharfzüngige gibt natürlich Ekel hier dazu bei, aber es gibt auch noch viele andere Figuren, die sehr toll und interessant gezeichnet sind, die man dann entweder lieb gewinnt oder zu hassen ja, verleitet wird. Und trotzdem ist es nie zu schwarz-weiß. Ich finde schon, dass es hier ganz gut geschaffen worden ist, hier für jede Figur ja etwas Gutes zu finden, mal mehr, mal weniger und natürlich auch die schlechten Seiten zu finden. Es gibt hier natürlich auch eindeutig Antagonisten, aber auch die wirken menschlich und nicht als das übermäßig üble und böse. Mal gucken, wie es weiterläuft, aber jetzt erstmal kann ich das auf jeden Fall so sagen. Und es ist eine rasante Geschichte. Also es hat auf jeden Fall einen tollen roten Faden. Es hat eine gute Handlung und also es passiert wirklich was. Ja, man muss nicht lange warten, bis etwas passiert. Und trotzdem finde ich nicht, dass es irgendwie übereilt ist. Und ja, wirklich, wirklich toll. Ich bin sehr begeistert und einerseits finde ich es schön, dass ich hier dieses Hörbuch irgendwie entdeckt habe, den Hörbuchsprecher. Und der spricht das halt auch so gut. Das passt so gut zu diesem schwarzen Humor und zu diesem Mittelalter-Setting. Ja, zu dieser Spannung, zu diesem Düsteren. Und wen er besonders gut spricht, ist Ekel. Weil es ist ja nun mal die Stimme im Kopf von Farin. Und immer wenn Ekel spricht, dann geht er scheinbar ganz nah an das Mikrofon ran. Und man hat dann beim Hören selbst das Gefühl, dass Ekel im Kopf spricht. Und das macht er wirklich gut. Auch die anderen Stimmen hat er gut, ja, eine gute Art und Weise gefunden, sie zu sprechen, ohne zu übertreiben. Das mag ich ja immer nicht, wenn Stimmen gesprochen werden, ja, wo das denn zu gekünstelt wirkt. Und trotzdem erkennt man sie am Sprechen, obwohl es natürlich immer derselbe Sprecher ist. Also wirklich toll gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Den zweiten werde ich jetzt auf jeden Fall dieses Jahr noch beenden. Und 3 und 4 werden auch nicht lange auf sich warten lassen. Mal gucken, ja, wann denn
die Bücher auch bei mir einziehen werden. Ich kann mich ärgern, dass nicht noch ein zweiter gebundener Band rausgebracht wurde. Sehr, sehr schade. Ich danke auch nicht, dass es noch erscheinen wird. Ja, da muss ich mich dann nochmal entscheiden, wie ich das machen werde. Aber das Buch wird euch sicherlich nochmal begegnen in meinen Jahreshighlights. Und im Dezember endlich gelesen. Das Buch hat mich auch wahnsinnig lange begleitet und ach, war das lange auf meinem Nachttisch und ich bin wirklich froh, dass ich mit Kali, wir hatten ja Skullomance zusammen begonnen, das hatte sie ja abgebrochen, das habe ich dann alleine weitergelesen, aber wir hatten einfach so viel Lust, zusammen was zu lesen und ich hatte gesagt, du, ich habe ja noch ein anderes Buch auf meinem Nachttisch liegen und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn ich noch jemanden habe, der mich so ein bisschen dazu bringt, da weiterzulesen. Und sie hatte eh schon Interesse gezeigt an dem Autor. Und deswegen hatte ich das vorgeschlagen und sie war da gleich dafür. Und zwar spreche ich von Stuart Turton, Der Tod und das dunkle Meer. Ich habe von ihnen die 7,5 Leben der Evan Hardcastle, die 7,5 Tode der Evan Hardcastle gelesen, sein Debütroman und war natürlich sehr, sehr neugierig auf seinen zweiten Band, weil ich seinen Debütroman wirklich großartig fand. Sehr komplex und eine tolle Idee, toller Twist am Ende und somit waren natürlich die Erwartungen hoch. Ich fand aber sofort das Setting hier cool und auch die zeitliche Einordnung. Spielt, glaube ich, 1634 auf einem Schiff auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam. Und wir begleiten halt hier sehr, sehr viele Personen. Wie auch im ersten Band gibt es hier sehr, sehr viele Personen, die eingeführt werden. Aber es gibt hier halt auch am Anfang so eine kleine Auflistung der Passagiere und der wichtigsten Personen. Dann kann man nochmal nachlesen. Und wie im ersten Band gibt es hier auch einen Grundriss. Diesmal nicht von einem Herrenhaus, sondern von dem Schiff mit den verschiedenen Kabinen, wer wo ja, untergebracht ist. Ja, und unter anderem begegnen wir hier halt Arend Hayes und seinen Freund und Kollegen Pips, die sind sehr bekannt und zwar als Detektive, quasi als, als Sherlocks. besonders Samuel Pips, also der etwas schmächtigere von beiden, und Arend Hayes, der hier schon so als Protagonist ja eigentlich gelten könnte. Der ist eigentlich eher so sein Leibwächter und Assistent, ermittelt aber mit und er schreibt auch die Geschichten auf, die sie zusammen ermittelt haben und dadurch werden sie halt noch bekannter. Und Samuel Pips wurde halt jetzt vom, Gott, wie hieß er denn nochmal? Von Batavia, der Generalgouverneur, genau, von Generalgouverneur Jan Hahn wurde Samuel und auch Arend Hayes eben beauftragt, etwas zu finden. Und sie haben es auch gefunden und haben das Rätsel gelöst. Aber daraufhin wurde Samuel Pips gefangen genommen und wird jetzt eben von Batavia nach Amsterdam als Gefangener behandelt. Und Arend, also sein Kollege, sein Begleiter, sein Assistent, weiß gar nicht genau, warum. Und sie wissen es beide nicht genau. Und er wird natürlich auch mit aufs Schiff gehen, mit auf die Reise, um seinen Freund auf jeden Fall zu beschützen und beizustehen, bis er wieder befreit wird. Und auf diesem Schiff gehen seltsame Dinge vor, denn vorher, bevor sie das Schiff besteigen, ein Aussätziger, der scheinbar krank ist und keine Zunge mehr hat, ruft in die Welt hinaus, dass dieses Schiff verflucht ist und dass alle Passagiere sterben werden. Und sie tun das natürlich alle ab, obwohl die das mitkriegen, natürlich schon schockiert sind, weil derjenige eben keine Zunge hat und eigentlich gar nicht sprechen dürfte und danach halt auch in Feuer, in Flammen aufgeht und das Ganze doch sehr dämonisch zu sein scheint. Und auch auf den Segeln des Schiffes ist ein riesiges dämonisches Symbol abgebildet.
Ja, und dort verbreiten sich dann die Geschichten, dass auf diesem Schiff irgendwas vor sich geht, irgendwas Dämonisches, dass dort ein Dämon zu sein scheint, der Bündnisse eingeht und böse Machenschaften heraufbeschwört. Es ist die ganze Zeit nicht klar, ob es tatsächlich einen Dämon gibt oder ob das irgendwie alles inszeniert ist oder ob das nur menschliche Sünden sind, die hier dargestellt werden. Aber es scheint so, dass irgendwie ein Dämon mit an Bord ist. Und da Samuel Pipps, der eigentliche Sherlock hier, gefangen genommen ist, beauftragt er seinen Assistenten, Arend Hayes, dass er doch bitte jetzt ermitteln soll. Aber Arend glaubt, das kann er nicht alleine. Und er hat schon mal eine Schlappe eingezogen, wo er versucht hat zu ermitteln. Und deswegen hat er da nicht so ein großes, Erfolgserlebnis gehabt und eben auch kein großes Vertrauen in sich. Er versucht halt immer wieder, den Generalgouverneur zu bequatschen, dass er Samuel Pipps doch bitte freilässt, damit er das untersuchen kann. Aber die nehmen das alle nicht ernst. Außer die Frau vom Generalgouverneur, Sarah, die hat auch diesen Aussätzigen miterlebt und sie glaubt tatsächlich daran, dass es einen Fluch gibt und etwas Dämonisches und deswegen versucht sie mit zu ermitteln und die beiden, Sarah und Arend, die verbünden sich quasi. Aber es gibt halt auch noch ganz viele andere Figuren, die Matrosen, aber auch die Musketiere, die besonderen Passagiere, die Edelleute, der Kapitän, die hier eine Rolle spielen. Wie fand ich das Buch jetzt? Also natürlich kann das Buch nichts dafür, dass ich es jetzt so lange mit mir rumgetragen habe und dass ich immer wieder gestückelt gelesen habe. Aber ich muss trotzdem sagen, es hat über 600 Seiten und ich fand es ein bisschen lang. Ich fand, es hatte seine Längen. Was mich so ein bisschen motiviert hat, war, dass Kali ganz am Anfang sehr begeistert war. Und das hat mich natürlich auch motiviert, weiterzulesen. Ich fand es gut und ich mochte auch die Figuren. Was besonders schön war, ist, dass man hier wirklich gut miträtseln konnte. Ja, weil es eben der Ort konnte sich eben nicht ändern. Es gab diese gewisse Anzahl von Leuten auf dem Schiff und das Schiff war halt die ganze Zeit der Handlungsort. Und dort hat man natürlich die ganze Zeit gerätselt, wer könnte hinter dem Dämon stecken, wer könnte vielleicht besessen sein oder wer könnte gegen den oder den etwas haben. Es gibt nachher Morde, die aufgeklärt werden müssen. Aber bis das alles passiert, fand ich, wird sehr viel erzählt. Es müssen halt die ganzen Personen eingeführt werden und so weiter. Fand ich auch viel Gerede, viel Dialoge, um halt die Figuren einzuführen und um deren Geschichte herauszufinden, bis dann endlich was passiert ist, bis dann irgendwie das ganze Fahrt aufgenommen hat, bis dann die ersten Leichen kamen, die ganzen ersten unheimlichen Geschehnisse, die dann passieren, das Fantastische. Das hat so doch ein paar hundert Seiten gedauert, tatsächlich. Und ich fand tatsächlich auch das Dämonische und Fantastische, das kam mir hier ein bisschen zu kurz. Ich hätte hier gern ein bisschen mehr gehabt davon. Es hat natürlich Spaß gemacht, mit Kali zusammen zu lesen, aber ja, es gab nachher noch mal so einen Handlungsortwechsel, der hätte für mich früher kommen können, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Auch die unheimlichen Geschehnisse, die hätten für mich ein bisschen öfter sein können. Also manchmal fand ich es wirklich cool, besonders nachts, wenn auf einmal so eine rote Laterne mitten auf dem Meer schwebt, wo eigentlich gar kein Schiff ist und es gar nicht genug Schiffe sein können. Also es sind mehr Laternen als Schiffe eigentlich auf dem Meer. Und immer wenn diese Laterne aufleuchtet, dann passiert irgendwas Böses. Das hatte schon irgendwas, halt auch irgendwie dieses Leben auf dem Schiff an sich, also der Handlungsort, das Setting fand ich schon ziemlich cool. Das war sehr rau. Es gab natürlich auch Unwetter und so weiter. Aber ach ja, also es hat mich hier doch einiges gestört. Einmal so ein bisschen dieses Zähe, dass es nicht so richtig in Fahrt kam, dass es viel Geplänkel gab, viele Gespräche, die irgendwie erklärt haben wieder und nicht gezeigt haben, dass man nicht miterlebt hat. Dann war hier eine Liebesgeschichte im Vordergrund, die habe ich überhaupt nicht erwartet und die fand ich ein bisschen zu schmalzig, muss ich sagen. Puh, ja, das hätte ich nicht gebraucht.
Also es war jetzt nicht so im Fokus, aber es waren, ja, war halt auch zwischen den Protagonisten und einer Frau. Und das war, ja, war mir dann, es wurde halt auch, viele Floskeln wurden immer wieder wiederholt, dass sie ein Schmunzeln bei ihm entdeckt hat und dann auch schmunzeln musste und ach, so einige Sätze und Formulierungen immer wieder wiederholt worden sind. Und ja, das hätte ich irgendwie nicht gebraucht. Auch der Twist, den ich hier erwartet habe, natürlich, man hat aus dem ersten Band einen großen Twist gehabt und im zweiten hat man auch einen Twist erwartet. Es gab nachher eine Auflösung, die ich so nicht erwartet habe und die ich auch wirklich gut fand, was genau dahinter steckt. Aber das kann ich jetzt nicht sagen, aber auf eine Art und Weise hat mir das eben nicht so gut gefallen, wie es geendet hat, wie das aufgelöst wurde. Und es war halt auch nicht so ein großer Twist wie im ersten Band. Und nachdem der Twist kam und dann das Buch geendet hat, das fand ich viel zu Friede, Freude, Eierkuchen. Das war ein bisschen drüber. Ich finde, es hätte viel diabolischer enden können. Es hätte viel düsterer. Es hätte ein schönes Horrorbuchende haben können. Gerne, wo man dann selber noch gar nicht weiß, woran man ist, ob jetzt wirklich das doch irgendwie das Dämonische vorherrscht oder ob da doch irgendwas anderes, Menschliches hintersteckt. Ich mag ja keine offenen Enden, aber das so ein bisschen diabolisch offen zu halten, obwohl man denkt, das ist alles aufgeklärt, dann doch noch mal einen draufzupacken, hätte ich besser gefunden als dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Ende hier. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Ich gucke jetzt hier noch mal auf meinen Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, es war halt noch lange nicht so mindblowing wie das sein Debütroman und auch noch lange nicht so komplex. Deswegen hatte ich davor auch immer so ein bisschen Manschetten und ein bisschen Respekt damit anzufangen, weil ich wusste, beim ersten konnte man nicht einfach so durchlesen, weil das sehr komplex war. Hat ein bisschen auch mit dieser Thematik der ja, Zeitreise, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber es war so ein bisschen nur täglich grüßt das Murmeltier. Aber es war um einiges komplexer. Aber ich glaube, an diesem Debütroman hat auch viel länger gesessen als an seinem zweiten Roman jetzt. Es war auch nicht schlecht. Also es war durchaus gut zu lesen. Was ich halt sehr mag, ist die Sprache von Stuart Turton. Er hat eine sehr bildgewaltige Sprache. Und wo man dann manchmal denkt, boah, diesen Satz möchte ich mir gerne irgendwie anmarkern. Ja, passte irgendwie auch so ein bisschen zu diesem Altertümlichen. Das fand ich schön. Das hatte mir auch schon bei Evelyn Hardcastle gefallen. Ja, und trotzdem, obwohl das manchmal so ein bisschen ausschweifender war, seine Sätze, sind sie wirklich leicht zu lesen. Aber wie gesagt, jetzt im zweiten Band nicht mehr ganz so komplex, außer dass es halt eben sehr viele Figuren gibt, wo man eben miträtseln und mitkommen möchte. Ja, das war es aber eigentlich erstmal dazu. Das Buch wird aber ausziehen. Also da bin ich mir sicher, das werde ich nicht nochmal lesen. Ist für mich auch kein großes Highlight wie sein erster Roman. Ich werde aber sicherlich ihn im Auge behalten und sein nächstes Buch auch wieder lesen, wenn es interessant klingt. Also ist jetzt nicht bin jetzt nicht abgeschreckt von ihm. Und ich kann auch verstehen, wenn man das mag, das Buch. Aber es ist halt, ja, vielleicht auch so ein bisschen daran gescheitert, dass ich so große Erwartungen hatte und dass ich es halt auch so ein bisschen mit mir rumgeschleppt habe. Und das war ja auch eher, lag so ein bisschen an mir, dass ich nicht so viel gelesen habe, nicht so regelmäßig und dann auch andere Bücher dazwischen gekommen sind. Ja, aber es hatte mich sehr gefreut, dass Kali so große Freude hatte. Bei ihr hat es dann nach hinten raus auch ein bisschen verloren. Aber ich glaube, insgesamt hat sie es immer noch besser bewertet als ich. Ja, und bevor ich es vergesse, ich hatte ja auch ein Pick My Sub mit euch gemacht. Das ist auch schon wieder so unfassbar lange her. Ich habe euch ja aussuchen lassen. Ich habe euch meinen gesamten Sub, also meine gesamten ungelesenen Bücher vorgestellt in einem Video. Und habe euch in den Kommentaren abstimmen lassen, welche Bücher ich in den nächsten Monaten, eigentlich September, lesen soll. Und von den 5 mit den meisten Stimmen wollte ich mir 2 aussuchen. Und das ist jetzt tatsächlich passiert. Da wollte ich euch endlich ein Update geben. Also das war mit dabei. Das war ja eins der Bücher, die
von euch am meisten Stimmen hatte. Und das zweite Buch war Scholomance. Also beide Bücher habe ich jetzt endlich gelesen, wenn auch im November und Dezember beendet und nicht im September. Aber genau, das wollte ich euch jetzt eben auch geben, damit das auch abgerundet ist. Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist das, was ich gerade lese und jetzt im Dezember halt noch mit mir rundtrage. Das ist Weißer Schrecken von Thomas Finn. Das ist diese Schmuckausgabe aus dem Buchheim Verlag. Habe ich euch in den Neuzugängen auch schon gezeigt. Ist eigentlich, kommt eigentlich auch in so einem Schuber daher. Ich habe jetzt halt hier das Buch ohne Schuber. Und es ist halt illustriert, farbig beziehungsweise immer blau-weiß. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es hat so ein bisschen Lederoptik und Haptik, ist aber Kunstleder. Es hat einen roten Rücken, es hat ein Lesebändchen und ja, knallrotes Vorsatzpapier und auch sehr, sehr viele ja, Gadgets. Passend zur Story gibt es hier halt Postkarten, kleine Notizheftchen und ja, hier Zettel aus Zeitschriften, Backrezepte und so weiter. Das macht, wertet natürlich die ganze Sache auch noch mal ein bisschen auf. Jetzt hänge ich hier am Mikro. So. Genau, das wertet die ganze Sache natürlich auch sehr auf, weil das war auch ziemlich teuer. Es hat 75 € gekostet, weil ich es vorbestellt habe und jetzt kostet, glaube ich, 80 €. Es ist auch limitiert. Es gibt 777 Exemplare insgesamt, wurden gedruckt und ich habe die Nummer 554. Und warum habe ich so viel Geld für ein Buch ausgegeben? Eigentlich nur, weil ich es vorher schon kannte. Ich habe es in einer Taschenbuchausgabe gelesen gehabt vor einigen Jahren und ich fand es wirklich, wirklich toll. Thomas Finn ist ja einer meiner liebsten oder vielleicht auch der liebste Horrorautor, besonders deutsche Horrorautor. Und Weißer Schrecken ist eines der Bücher, die ich besonders gut von ihm fand. Besonders, weil es eben auch im Winter spielt und zwar in der Vorweihnachtszeit zu Nikolaus insbesondere. Denn es geht genau um diese Sagengestalt des Nikolaus, des Knecht Ruprechts, des Krampus, der Perchten. Also gerade eher so im Süddeutschland, die Krampusläufe und so weiter. Er nimmt sich ja immer sehr, sehr gerne, also Thomas Finn nimmt sich ja immer sehr, sehr gerne so Sagen, alte Legenden, Mythen zur Hand und flechtet daraus eine, ja, eine Horror-Story. Und trotzdem erfährt man über die Legenden, also er recherchiert da doch sehr und erfährt man dann im Buch, während man liest auch immer etwas. Hier geht es um eine Freundesgruppe, ich glaube 5 an der Zahl sind es, 2 Zwillingsmädchen und 3 Jungs, ich glaube sind alle so um die 15 Jahre alt. Und ja, die lernt man nach und nach kennen, sind alle unsere Protagonisten. Es wird abwechselnd aus ihrer Sichtweise geschrieben und befinden uns immer in ihren Köpfen. Und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Die einen haben sehr, sehr stark religiöse Eltern, die ihnen fast gar nichts erlauben. Der andere hat einen Vater, der ihnen zwar alles kauft, was er haben möchte, aber nie da ist für ihn. Ein anderer wird von seiner Familie gemästet und ja, auch noch andere Vorkommnisse und der letzte im Bunde, der hat halt eine alkoholkranke Mutter und er muss halt viel zu Hause machen. Genau, und das ist eben eine Clique und die finden irgendwann beim Schlittschuhlaufen auf dem eingefrorenen See eine Leiche und zwar eine Leiche unter der Eisdecke. Und es ist eins der Zwillingsmädchen, die diese Leiche entdeckt. Und sie ist natürlich sehr schockiert, dass sie überhaupt eine Leiche entdeckt. Aber umso schockierter ist sie, dass dieses Mädchen, diese Leiche, genauso aussieht wie sie. Und scheinbar scheint diese Leiche sie auch direkt anzugucken. Und sie schreit natürlich gleich auf und es kommen die Feuerwehr, die diese Leiche birgt. Und ja, es stellt sich heraus, dass es irgendwie ja was verwandt mit ihr sein muss. Haben sie eine dritte Zwillingsschwester? Hatten sie eine ältere Zwillingsschwester? Ja, warum wissen sie nichts von ihr? Warum verheimlichen ihre Eltern etwas vor ihnen? Und scheinbar, ja, nicht nur ihre Eltern, sondern auch die Eltern der anderen Kinder verheimlichen etwas. Und sie
versuchen dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Und gleichzeitig passieren vor, also ich glaube am 5. Dezember ist das, 4. 5. Dezember, passieren sehr seltsame, mystische Dinge, die sie immer wieder auf die Sage um den Nikolaus und um diesen Krampuslauf bringen und darauf stoßen. Und sie glauben, da muss irgendwie eine Verbindung sein. Und so langsam glauben sie auch, dass das nicht mehr real, ja, dass es irgendwas Mystisches zu tun hat. Und auch wenn sie da natürlich nicht dran glauben wollen, aber sie erzählen sich dann gegenseitig, was alles ihnen passiert ist, was sie bisher niemandem gesagt haben. Und sie sehen auf einmal Geister und ja, haben auf einmal Bilder vor Augen und es liegen auf einmal Bücher rum und sie finden halt eben auch ja, Notizen von verschwundenen Kindern, die mit ihnen irgendwie scheinbar verwandt waren, die sie immer wieder auf diese Geschichte stoßen. Ja. Und ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich habe das Buch ja schon mal gelesen. Zu Anfang, als ich damit angefangen habe, dachte ich, ach, vielleicht ist es noch nicht lang genug her. Vielleicht weiß ich davon noch zu viel. Aber nein, ich weiß viele Details dann doch nicht mehr. Und dadurch, dass ich diese Ausgabe ja auch jetzt neu entdecke, hat das natürlich doch irgendwie was Neues und immer wieder diese, ja, diese Zusätze, die im Buch immer dabei sind, macht es natürlich umso schöner, das Ganze neu zu entdecken. Und es ist jetzt in dieser Vorweihnachtszeit natürlich genau der richtige Zeitpunkt. Eigentlich eher noch vor dem Nikolaus oder am Nikolaustag, aber in der Weihnachtszeit ist es perfekt. Ich wollte mir ja eigentlich ein Weihnachtsbuch kaufen noch. Ich hatte noch einen Gutschein von Thalia und bin dann los, aber das hat mich nicht alles nicht so richtig angesprochen und dann war ich auch so unentschlossen und dann dachte ich, komm, im Moment liest du eh nicht so viel und ich wollte eh das Buch noch lesen. Und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich nur das habe, weil es werde ich auch nicht mehr werde ich vor Weihnachten schaffen und ich werde es wahrscheinlich auch noch nach Weihnachten ein bisschen mitnehmen. Aber ja, im Moment lese ich tatsächlich auch wieder ein bisschen regelmäßiger, nicht so viel, aber tatsächlich auch ein bisschen mehr und das heißt, ich werde da jetzt auch ein bisschen zügiger mit durchkommen, hoffentlich. Es stand so ein bisschen im Raum. Das wurde ja in einem Kommentar kam, ist das Buch wirklich 80 Euro wert? Da wollte ich erstmal warten und selber gucken. Und ich muss sagen, es ist viel, wirklich mit viel Liebe gemacht. Und dadurch, dass es auch eben limitiert ist mit verschiedenen ja, mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Farben und eben auch diese ganzen Dinge, die da drin eingelegt wurden, so Einstecker, das ist natürlich teuer. Also ich finde schon, dass das Ganze, besonders für Liebhaber dieses Romans, es ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn du die Geschichte nicht kennst und nicht weißt, ob sie dir gefällt, ob du dann so viel Geld in die Hand nehmen möchtest, ne? Das ist natürlich noch die nächste Frage. Was ich denn entdeckt habe, was ich toll fand, es gibt halt immer in den Seiten, warte, ich zeige euch eine andere Seite, wo nichts rausfallen kann. Auf jeder Seite sind halt diese Eiskristalle. Und was ich denn erst gesehen habe, ist, dass es ein Daumkino ist. Also hier dieser Eiszapfen, der schmilzt und hier ein Tropfen, der runterfällt und auf dem Boden dann zerplatzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es auf der linken Seite ist, weil man da nicht so gut blättern kann. Also man kann dieses Daumkino halt ganz gut so machen, aber dann ist es falsch rum. Dann gehen halt die Tropfen nach oben und nicht nach unten, weil andersrum funktioniert das nicht so gut. Das finde ich ein bisschen schade, dass es dann nicht dann eher auf dieser Seite gemacht wurde. Wo es denn besser gehen würde und wo es denn auch richtig rum wäre und der Tropfen nach unten fallen würde und nicht nach oben. Aber gut, das ist ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Aber es hatte mich eh überhaupt gefreut, dass es ein Daumkino war, weil ich das vorher nicht gecheckt habe. Erst als ich da einen Tropfen runterfallen sah, der auf der anderen Seite ja gar nicht da war, ist mir das dann aufgefallen. Genau, also einige Sachen habe ich ja auch noch gar nicht entdeckt. Noch sind halt immer auf der Seite, wo es gerade Sinn macht. Hier zum Beispiel ist das eine Kommunionseinladung. Manchmal habe ich gedacht, ob das überhaupt so viel
Mehrwert hat, weil alles, was auf diesen Dingen draufsteht, steht ja auch im Buch drin. Aber manchmal ist es dann doch nicht der Fall. Zum Beispiel hier sind ein paar Seiten aus einem Geschichtsbuch über Bräuche, auch über den Krampus und den Pärchenlauf und die Verehrung des St. Nikolaus. Und das ist jetzt nicht alles abgedruckt in dem Buch, sondern wird nur so ein bisschen zusammengefasst, was denn drin steht. Und das habe ich mir auch alles durchgelesen, auch wenn das in altdeutscher Schrift geschrieben ist. Aber auch genau das stand eben auch im Buch, dass sich der Protagonist da so ein bisschen durchkämpfen musste. Und ich habe mich hier auch durchgekämpft. Ich interessiere mich ja auch für alte Bräuche und alte Sagen und Mythen und deswegen ja, habe ich das gerne durchgelesen. Ja, aber mir fehlen halt noch ein paar Seiten. Aber das wollte ich euch auch auf jeden Fall zeigen, weil ich ja jetzt den Lesemonat Dezember mit dazu genommen habe. Sollte ich jetzt im Dezember trotzdem noch irgendwas lesen und beenden, dann werde ich das einfach mit in den Lesemonat Januar nehmen. Ich habe noch ein weiteres Buch, was begonnen auf meinem Nachttischchen liegt. Das ist die Weitseher-Reihe von Robin Hobb, der erste Band. Das hatte ich auch irgendwann begonnen und war ja auch ja, bei meiner Challenge mit dabei. Ja, das werde ich dieses Jahr nicht mehr beenden. Das hat irgendwann, ich hatte das gleichzeitig mit den Totengräbersohnen, glaube ich, begonnen und habe gemerkt, dass es doch viele Ähnlichkeiten aufweist, besonders eben diese Ausbildung zum Ritter. Vom Stil her ist es ganz anders, aber da hat dann einfach der Totengräbersohn gewonnen. Das konnte ich aber nicht parallel hören und lesen. Das war einfach zu ähnlich. Habe das so ein bisschen durchmischt und deswegen hat der Totengräbersohn in diesem Fall gewonnen. Und jetzt muss ich irgendwann dann ja dieses Buch dann auch noch mal weiterlesen. Ich bin nicht so richtig gut reingekommen. Ich hoffe, dass das dann, wenn ich regelmäßiger lese, wieder ein bisschen mehr flutscht. Das ist aber jetzt Gott sei Dank das Einzige, was noch ja, unfertig bei mir auf dem Nachttischchen liegt, weil es waren zeitlang wirklich drei, vier Bücher, die ich gleichzeitig angefangen habe. Und es liegt mir gar nicht so ähnlich, Bücher anzufangen und dann Neues anzufangen und noch Neues und so weiter. Parallel lesen mache ich entweder nur, wenn ich Leserunden habe, ein Buch in der Leserunde lese, ein Buch für mich und vielleicht noch ein Hörbuch. Also das ist so das Höchste der Gefühle und ist sehr selten. Also meistens habe ich ein Buch zur Zeit und das hatte mich schon irgendwie gestresst und genervt. Bin ich froh, dass ich jetzt Skullomance und der Tod und das dunkle Meer und auch der Totengräbersohn endlich abschließen konnte. Die wirklich lange bei mir ungelesen, ungehört, ja, nur angefangen rumlagen. Ja, und jetzt ist sie jedenfalls die Altlasten. Die letzte Altlast ist eben noch die Weitseher-Reihe oder der erste Band der Weitseher-Reihe und das werde ich dann 2023 mitnehmen. So, ich bin so glücklich, dass ich endlich, ja, dass ich endlich dieses Video gedreht habe und somit da einen Haken hintermachen kann, weil es kommen ja jetzt noch mal viele Videos, auf die ich mich wirklich freue. Einmal der Rückblick natürlich ins Jahr 2022, wie war mein Lesejahr? Und die Highlights natürlich, das ist mein Lieblingsvideo im ganzen Jahr, da freue ich mich unglaublich drauf, auch wenn ich nicht so viel gelesen habe. Sie haben sich dann natürlich auch einige Highlights zwischen gemogelt, die ich euch gerne nochmal präsentieren möchte. Und natürlich möchte ich gucken, ich habe mir ja Vorsätze und auch Challenges vorgenommen für 2022. Habe ich sie geschafft? Habe ich sie erledigt? Ein kleiner Rückblick eben. Und dann kommen natürlich schon die Vorsätze fürs Jahr 2023. Und genau deswegen wollte ich jetzt dieses Video, was ich jetzt schon so lange, ich habe dann immer gesagt, okay, dann mache ich September und November zusammen, Oktober und dann November auch noch, okay, dann mache ich jetzt Dezember auch noch. Und deswegen ja, bin ich froh, auch wenn das jetzt natürlich ein sehr, sehr langes Video geworden ist. Aber ich wollte das jetzt in einen Abwasch haben und jetzt habe ich ja erstmal den Kopf frei für die nächsten Videos und dann gucke ich mal, mache ich mir nochmal Gedanken, wie ich das in Zukunft mit der Masse an Videos und der Regelmäßigkeit des Hochladens an Videos, wie ich das in Zukunft machen werde und das werde ich euch sicherlich auch irgendwie in den Vorsätzen, in die Pläne für 2023 werde ich euch da auch nochmal ein extra Video für machen und da werde ich euch dann erklären, was so mein Plan ist für diesen Kanal.
damit ihr und auch ich dann wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit bekommt und auch ein bisschen mehr Freude an dem Kanal wieder habt. Genau, so, aber jetzt möchte ich natürlich gerne von euch wissen, was ihr von meinen Lesemonaten haltet, was ihr zu den Büchern sagt. Habt ihr sie auch gelesen? Was sind eure Meinungen? Seid ihr meiner Meinung oder eine ganz andere Meinung? Und ja, genau. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß an einem Video, an einem langen Video. Ich ja, hoffe, ihr habt schöne, lesereiche Zeiten in der Zukunft. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.